Guten Abend miteinander, ich bin Daniel Wals, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum Gespräch zum Betonpreis 2021. Wir haben einen wunderbaren Bau, über den wir heute sprechen werden. Den Unterhaltsstützpunkt Bernina von Bert und Depp Lazes. Und hier werden wir auch als Gäste haben wir Andrea Depp Lazes, Architekt von Bert und Depp Lazes, Nina von Albertini, die ganze Landschaft dazu gemacht hat, begleitet und auch dirigiert hat fast schon. Und Meinrad Morger, der selber eigentlich auch viel mit Beton gearbeitet hat, als Außenstehender, als Blick eigentlich auf diese ganze Geschichte. Der Betonpreis wird seit 1977 durchgeführt und ist alle 4 Jahre eigentlich wie so ein Querschnitt durch das vielleicht das relevanteste Werk, das in der Schweiz durchaus passiert ist. Was ich immer wieder interessant finde, auch im Blick zurück, wenn man diese Preise anschaut, dass der Betonpreis wirklich eine Relevanz auch behalten hat seit seiner ersten Durchführung und immer wieder ganz, ganz gute, prägnante und zeittypische Werke auch prämiert und diskutiert werden. Gerade bei dem heute diskutierten Unterhaltsstützpunkt ist eigentlich ein ganz einfacher Bau. Was ist das eigentlich? Ein Nutzbau, vor allem eine Funktion. Und für die Jury war es extrem wichtig, den Umgang mit dem Ort, einen passenden Umgang mit dem Ort herauszukristallisieren, die Bedingtheit der architektonischen, räumlichen Konzeption und das Tragwerk herauszu schälen, was es eigentlich ist, das Ausreizen der Materialeigenschaften des Betons und die hohe handwerkliche Ausführungsqualität und Nachhaltigkeit in einem umfassenden Sinn zu verstehen. Und eigentlich um diese verschiedenen Punkte werden wir heute diskutieren und heute sprechen und den Beton auf verschiedenen Facetten uns näher bewegen. Als erstes wird Andrea Depp Lazes eine kurze Einführung zum Werk geben. Und anschließend Nina von Albertini einen Einblick in ihre Arbeit, die ganz spezifisch hier ist, geben. Und dann werden wir eigentlich den Rahmen öffnen und viel mehr über diese ganzen Sachen auch diskutieren, die hier eigentlich passiert sind und geschehen sind. Viel Spaß. Über. Gut. Okay, guten Abend miteinander. Ich fühle mich wie zu Hause. Die ersten 3 Linien sind leer, wie an der ETH. Aber man versteht es, wenn Corona im Spiel ist. Ich tue gerne das Projekt kurz vorstellen. Das ist nicht die Idee, dass es ein langer Vortrag ist, weil wir ein Gespräch führen möchten. Und eigentlich auch, wenn Sie Fragen hätten zwischendurch oder gerade aus dem Zusammenhang heraus, oder? Dann soll das ein Gespräch werden, ein Fachgespräch, sodass wir auch darauf eingehen können. Das wäre die Idee, oder? Ich tue meinen Arbeiten sehr gerne und oft so eine Art Motto unterlegen, damit es eine Leitlinie gibt, worum es geht. Und ich habe diesem kleinen Vortrag einen Untertitel gegeben, der heißt Zeigen und Verbergen. Der Unterhaltsstützpunkt Bernina dient dem Straßenunterhalt der Passstraße im Sommer und der Schneeräumung im Winter. Er liegt knapp unterhalb der Passhöhe, damit die Schwerkraft nutzend von oben nach unten geräumt werden kann. Er ist ein Infrastrukturbau, ein notwendiger Zweckbau, der möglichst kostengünstig zu realisieren sei. Das Verbergen des Bauvolumens im Hang liegt folglich nahe. Da kommen wir sicher noch drauf. Vom Bauwerk sind nur gerade seine Extremitäten zu sehen. Ein zylindrischer Siloturm,
und ein konkaver Fassadenschild, der der Straße eine Ausweitung und dem Gelände einen sichelförmigen Vorplatz abzirkelt und Hang und Geröll zurückhält. Radial gesetzte Schottenwände stützen im Innern die rückwärtige Stützmauer, um das Gelände zurückzuhalten. Sie bilden verschieden große Kammern, die langen und hohen in der Mitte, die kürzeren und niedrigeren jeweils seitlich, sodass die Erdüberdeckung nach den Seiten hin auslaufen und sich mit der Topographie verbinden kann. Es liegt auf der Hand, dass die Struktur des Bauwerks aus Stahlbeton gefertigt ist, um ein stabiles Tragwerk und widerstandsfähige Räume für die Nutzungen schaffen zu können. Die Halle für die Räumfahrzeuge entsteht, indem drei Kammern durch aufgeschnittene Schottenwände miteinander verbunden werden. Wir befinden uns hier sozusagen im Bauch des Gebäudes. Dank der verglasten Tore sind die Räume ins Freie zum Vorplatz hin geöffnet. Der Siloturm steht scheinbar frei im Gelände. Tatsächlich greift er wie ein Periskop durch die Erdüberdeckung und verbindet Unter- und Oberwelt. Der mit Split und Streusalz gefüllte schwere Zylinder, er wiegt gefühlt 800 Tonnen, das entspricht 20, 40 Tonner Lastwagen, die man aufeinander stellen könnte. Dieser schwere Zylinder wurde kunstvoll von der Bauingenieurin Emanuela Ferrari in der Dachkonstruktion des Befüllraums aufgehängt. Eine spiralförmige Treppe führt zur Turmspitze, wo man, für Freund und Feind überraschend, eine schwarze Kammer betritt. Eine Camera obscura. Hier geht es nicht um Aussichten, sondern um Einsichten. Durch ein winziges Loch von 20 mm Durchmesser zwängt sich als natürlich physikalisches Lichtphänomen das mächtige Panorama des Cambrener Massivs, verkehrt auf dem Kopf, verzaubert, magischer Realismus. Möglich wurde dieser zwecklose schwarze Raum durch die Ursache selbst, die Unberechenbarkeit künftiger Winter. Er ist Reservevolumen für noch mehr Split und Salz. So wurde dem pragmatischen Verbergen ein architektonisches Zeichen dazugesellt und dadurch die Idee des Projekts insgesamt radikalisiert. In der tiefsten Tiefe des Bauwerks liegen die nach außen extrovertierten Hallen, die mit Rippen optisch verstärkte Fassadenschild umfasst den Landschaftsraum. An der höchsten Spitze des stummen Turms liegt die introvertierte Camera Obscura, quasi ein Observatorium nach innen. Ihr Zyklopenauge ist in die Welt gerichtet. Für die äußerst gelungene topografische Einbettung zeichnet Nina von Albertini verantwortlich. So viel zum Einstieg und zum Projekt. Nina, kommst du auch hierher? Ich muss die Kamera schnell umstellen. Geschätzte Anwesende, es freut mich, dass ich euch
obwohl es eigentlich ein Betonpreis ist, trotzdem das Projekt auch vorstellen kann von der Seite der Landschaft her, weil das hier ein bedeutender, eine bedeutende Punkt ist. Nun, bereits bei der Wettbewerbseingabe wurde unser Büro von Beat und de Platzers beigezogen für die Einpassung ihrer Architektur in die national geschützte alpine Landschaft. So konnten wir als Landschaft die Landschafts- und Umweltanliegen eigentlich sehr früh einbringen, von der Planung bis zur Realisierung und das Ganze auch optimal in das Projekt inserieren und in den Bauablauf. Die Landschaft stand im Fokus, weil der Projektperimeter Teil des im Inventar der Landschaften von nationaler Bedeutung, also im BLN, ist und gleichzeitig auch im Bereich des UNESCO-Welterbes der RHB Bernina. Deshalb wurde auch zu einem sehr frühen Stadium bereits die kantonale Natur- und Heimatschutzkommission sowie die Umweltorganisationen über das Vorhaben informiert. Das war sehr wichtig. Nun, wichtigste Herausforderungen, das waren verschiedene. Sie haben schon in einem Bild von Andrea de Platzers gesehen, der Charakter des nationalen Landschaftsschutzgebietes ist leider auch stark beeinflusst von Infrastruktur und Tourismus. Und diese Tätigkeiten haben viele Narben hinterlassen. Sie sehen hier, jetzt versuche ich das mal mit dem, ja, es funktioniert. Hier sehen Sie diesen großen Parkplatz. Oh, da kam das Gebäude zu stehen, in die Sichelform. Sie sehen aber hier auch verschiedene Wege, planierte Bereiche, ein anderer Weg des Militärs. Da hinten war früher mal ein Skilift, dann die Bauten der Hochspannungsleitung. Also es ist ein sehr vernarbtes Gelände und sehr stark, sagen wir auch doch, gestört durch die Präsenz des Menschen. Der Unterhaltsstützpunkt wurde auf den ehemaligen Parkplatz und in das hier angrenzend, in dieses angrenzende, ansteigende Terrain gelegt und sollte mit einer natürlich gestalteten Landschaft überdeckt werden. Die Herausforderung auf der temporär und der permanent beanspruchten Flächen, die sind etwa 10.000 Quadratmeter, die waren einmal, dass diese Einbettung in die Landschaft des Gebäudes dank einem angepassten, sagen wir, einem angepassten Relief, auch mit Strukturelementen. Dann eine andere Herausforderung, diese großflächige Überdeckung des Neubaus mit autochthonem Boden, also nur mit dem Material, das dort vorhanden war und der autochthonen Vegetation und somit die Sicherstellung der alpinen geschützten Vegetation. Also hier sehen Sie hier sehen Sie auch wieder diese stark anthropogen gestörten Bereiche. Hier sehen Sie den Parkplatz, dieser Einschnitt für die Militärzufahrt, hier den Anriss dieses Gelände. Also es war richtig, dass man dieses Gebäude in ein so abgenutztes und bereits beanspruchtes Gelände gesetzt hat. Wichtig war auch, dass wir gleichzeitig wollten wir mit diesem Projekt diese beanspruchte und vernarbte Umgebung des Perimeters wieder renaturieren mit dieser Gelegenheit der Bauphase, damit das Landschaftsbild eigentlich als Gesamtes wieder beruhigt werden konnte. Die Renaturierung zu einer natürlichen Zielvegetation, wie wir diese hier auf diesen beiden Bildern sehen, war sehr anspruchsvoll, da großflächig natürlicher Boden und auch die Vegetation fehlte. Und damit diese Landschaft, diese neue Landschaft, als natürlich wieder angenommen werden kann oder angesehen werden kann, war es wichtig, dass man die Überdeckung
dieses Gebäudes dann gut anpasst in die dahinterliegende natürliche Landschaftsform. Dies nur einige Bilder, zwei Bilder zur Bauphase. Zum Beispiel kann ich hier erwähnen, dass man, wenn man die Landschaftselemente wie Felsköpfe oder vereinzelt auch diese Blockstrukturen wiederherstellen will, dann ist es wichtig, dass man auch in diesem, um diesen Aspekt zu erhalten, dass man auch wieder mit Blockelementen arbeitet. Zum Beispiel sehen Sie hier rechts im Bild einer dieser prägnanten Felsköpfe, und diesen haben wir wieder aufgenommen in der Überdeckung. Das ist jetzt alles Überdeckung. In dieser Überdeckung mit Blöcken, die wir gesetzt haben, quasi zu einem Gefühl, dass dieser Felskopf hier weiterführen würde. Und diesen haben wir dann über das Hauptdach auf der rechten Seite bis an die Brüstung hinuntergezogen. Wichtig war auch an den Ecken, natürlich die hinteren Ecken des Gebäudes, dass diese in die Landschaft integriert wurden mit der Überdeckung. Was Sie hier auch sehen können auf dem Bild, das sind die einzelnen Vegetationsziegel, wie sie hier im Mosaik wieder angelegt wurden. Hier ist auch zu sagen, dass diese Arbeit eigentlich immer mit einem 30-Tonnen-Bagger, mit einem großen Bagger und großen Schaufeln ausgeführt wurde. Also das ist nicht kleinliche Gartenarbeit, wo dann jemand kommt und noch etwas hinpflanzt, sondern es ist wirklich Großarbeit, sehr effizient und schnell. Also diese Wiederherstellung auch, Überdeckung verlief eigentlich sehr schnell. Da die Betonkonstruktion statisch natürlich nur begrenztes Gewicht tragen konnte, wurde in Bereichen mit einer hohen Überdeckung, wie das vor allem hier Richtung Silo auch nötig war, haben wir uns dann beholfen, indem man eine Schicht oder in dieser Höhenüberlagerung eine Schicht Misapor, eines leichten Baustoffes, eingebaut hat, damit das tragbar war für das Gebäude. Dieser Baustoff wurde von uns dann angeschaut. Man sieht das hier ganz links im Bild, sieht man noch ein bisschen dieses Misapor-Material. Für uns wurde das dann wieder angeschaut als ein Teil der Architektur. Also dass das nicht ein Teil der autochthonen des Bodens und der Vegetation ist, sondern dass das zur Architektur gehört. Die Vegetationsentwicklung in diesen Höhenlagen, wir sind ja hier über, also zu etwa 2200 Metern, die ist sehr, sehr langsam, schreitet die fort, dauert sehr lange, aber mit dieser Direktumlagerung von Vegetationsziegeln, welche dann gleich weiter wachsen können, wird die Entwicklung sehr begünstigt. Wir haben wohl Lücken, aber die füllen sich in einem Jahr, also hier rechts sehen Sie schon ein Bild nach einem Jahr. Also das ist eine sehr kurze Zeit für eine so riesen Baustelle und Baugrube. Rechts gerade kurz nach der Fertigstellung. Und die Vegetation ist autochthon. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht eine fremde Ansaat benutzt haben. Hier sehen Sie nun schon, dass nach einem Jahr der Perimeter, den man merkt, dass der ganze Gegend bearbeitet worden ist, aber dennoch wird sie bereits als Teil der gewachsenen natürlichen Umgebung wahrgenommen. Und insbesondere schön ist auch der Erfolg, der die Aufwertung dieser hier ganz links, dieser ganz anthropogen beanspruchten Gebiete, dass die auch gut wahrgenommen wird. Nun, es zeichnet sich natürlich jetzt im Gegensatz, wir haben das vorher nicht das kurz angedeutet, mit Andrea de Platzes, im Gegensatz zur Architektur zeichnet sich natürlich meine Arbeit dann besonders aus, wenn sie ohne erkennbare Narben in die gewachsene Landschaft eigentlich in der gewachsenen Landschaft aufgeht. Also und als solche wird sie eigentlich schon in wenigen Jahren, auch dank der Hilfe der Natur, nicht mehr erkenntlich sein. Also meine Arbeit verschwindet oder soll eigentlich verschwinden. Ich habe Ihnen jetzt noch ein anderes
Ja, das wäre eigentlich das Bild, wie das verschwindet. Ganz unten in der Ecke sehen Sie noch die letzten Arbeiten dieser anthropogen gestörten Bereiche, wo wir auch unsere Installation und Depotflächen hatten, wie die hier zurückgebaut wird. Und dann habe ich noch etwas ganz anderes, das Sie vielleicht als Publikum interessieren kann. Das ist eine Visualisierung, dieser Blick auf den Lago Bianco. Für das Projekt von Rebauer zu der Pumpspeicherwerk Lago Bianco hat der Architekt Aurelio Galfetti die zu erhöhenden, um 3,5 Meter zu erhöhenden Staumauern Süd, das wäre dann diese hier unten, und diese hier Nord, hat er diese projektiert, und in Zusammenarbeit haben wir im Norden, also bei dieser hier, haben wir eine sichelförmige, geometrische, einen Landdamm, einen Staudamm geplant, welcher angrenzend, also diese schöne geometrische Sichel hier von, oh, wo ist das da, von vorne, und angrenzend haben wir hier auch zerstörte Bereiche und Landschaft wieder renaturiert, dass diese dann in die natürliche Landschaft übergeht. Aber leider ist dieses Projekt, energetisch sehr sinnvolle Projekt, auf Eis gelegt. Aber dies war jetzt nur noch etwas Zusätzliches, das vielleicht interessieren kann. Also danke, dann gebe ich zurück und du schaltest du mich aus. Vielleicht ein bisschen die Frage bei diesen ganzen Geschichten, eben, das ist ja nur ein Zweckbau, ein Infrastrukturbau aus den Augen, aus dem Sinn, oder wie muss man das sehen? Andrea, du bist der Architekt dieses Projektes. Ihr habt euch da ja viele Gedanken gemacht. Ihr habt ja eigentlich die Leute auch ins Boot geholt. Was war da die Überlegung, dass ihr wie ihr da eigentlich da vorgegangen seid? Das ist wirklich so, was die von Anfang an, das Ding muss weg, oder was war die Überlegung dazu? Aus den Augen, aus dem Sinn, also unter die Erde mit den ganzen Infrastrukturen? Ja, also ich würde sagen, der Begriff Zweckbau ist ja ziemlich doppeldeutig. Weil man könnte jetzt behaupten, in der Architektur wird kaum etwas gebaut, ohne dass nicht ein Zweck damit verfolgt wird. Also versteht man eigentlich nicht, was der Begriff meint, weil ja alles zweckhaft ist. Und da gibt es aber auch Architekten, ich komme dann später drauf, die dann etwas anderes möchten. Du hast ja auch zweckhafte Bauten gemacht, oder? Für die SBB zum Beispiel, die Ja. Trafo-Gebäude. Und das ist ja eine interessante Bauform, weil sie vom Begriff her oder vom Auftraggeber her, oder, ist eigentlich die Intention, möglichst etwas zu machen, was man günstig machen kann. Man muss es machen oder will es machen, aber eigentlich ist es nicht der Ort, wo man ein großes Theater veranstalten will, oder? Möglichst günstig, wenn man es vergraben kann, umso besser. Viel im Ingenieurbau. Also, wenn man sich Kraftwerkbauten entwickeln, zum Beispiel anschaut, es gibt ein sehr schönes Buch von Conny Glavoth und Jürg Ragetli über die Kraftwerkbauten in Graubünden. Man sieht, das startet zuerst oberirdisch mit der Vorstellung, dass in Schiers hinten das Kraftwerkgebäude eigentlich so etwas wie ein Schloss ist, oder? Und die Elektrizität etwas Grandioses, und dem muss man auch entsprechend etwas Architektonisches geben, oder? Und dann mit der Zeit entwickelt sich das unter verschiedenen Prämissen. Es gibt sehr schöne, moderne Bauten zur Kraftwerkarchitektur. Langsam vermischt sich das mit den Ingenieurabsichten und Bauweisen. Aber mit der Zeit immer mehr verschwinden diese Bauten eigentlich unter die Erde, bis hin zu Kavernen, oder? Weil offensichtlich die Akzeptanz im Generellen nicht groß ist. Man möchte die Straßen, man möchte den Strom und alles, aber was damit zusammenhängt, wird als Zweckbau und damit in die Ingenieurdomäne verschoben. Es darf nicht viel kosten. Wenn wir es vergraben oder wenn Sie ein Gebäude vergraben, bauen Sie eigentlich eine günstige Fassade. Man kann so sagen, weil Sie sie nicht sehen, machen Sie so etwas wie eine Art Perimeterdämmung. Sie umwickeln das Gebäude mit einer wasserdichten Dämmung. Wenn dann noch Misapor draufkommt, ist sie dann noch dicker, oder?
Und damit hat sich's. Wenn ich vergleiche zum Beispiel die Kosten an einem Gebäude, dann kann man feststellen, eine Fassade zu bauen ist immer der teuerste Bauteil von allen möglichen Bauteilen, die es in einem Gebäude gibt. Oder? Wir reden da von Quadratmeterpreisen von 800 bis 2000 Franken ohne Probleme, je nach Anspruch, je nachdem auch viel mehr. Das ist also etwas Teures. Alles, was ich sehe, muss ich aufgrund der Bauphysik und anderen Ansprüchen und eben auch den gestalterischen Ansprüchen, muss ich aufwendig bauen. Und wenn ich es vergrabe, muss ich nicht. Also das war so die Herangehensweise. Mal der Starting Point, oder die Kosten waren wichtig, ein Budget nicht zu überziehen. Und dann, also meine, der Auftraggeber hätte ja, also es ist ja auch interessant, wenn man die anderen Resultate anschaut des Wettbewerbs, niemand ist unterirdisch, alle ein Objekt gesetzt, also dieser Perimeter ist eigentlich dasselbe und alle haben ein architektonisches Ding dahingesetzt, der Auftragträger hat mit Garantie nicht über Landschaft nachgedacht, sondern über seine Funktion und diese Geschichten und ihr wart die Einzigen. Und das war nicht so dieser ganze Aufhänger da, eigentlich diese Vernarbung irgendwo. War von Anfang an die Idee, diese Landschaft wieder irgendwo in diese Vernarbung zusammenzubringen. Mhm. Das war der Ausgangspunkt eigentlich der ganzen Geschichte. Ich sag mal so, uns hat das nicht sehr interessiert, da irgendeine Interpretation von einem, sag mal, Engadinerhaus verwandelt in einen Berghof oder die lateinische Kultur, die kommt und da Einfluss nehmen. Also das sind alles tolle Themen. Aber in dem Moment da oben war das eigentlich in der Ausgangslage. Also übrigens habe ich die Landschaft wahnsinnig geliebt. Also so, auch mit den anthropogenen gestörten Spuren, wie du sie benennst. Ja. Ich fand sie eigentlich ziemlich gut. Also auch jetzt noch. Also ich würde jetzt nicht gerne diese Hochspannungsleitungen da oben missen. Nur damit man noch ein bisschen weniger sieht oder vom Mensch. Oder so. Aber die Herangehensweise, dass man einen Zielkonflikt hat und damit eigentlich die Möglichkeit eröffnet, dass man es unterirdisch bauen könnte, den größten Teil, das fand ich eine interessante Herausforderung, mal auf der architektonischen Seite damit zu beginnen. Wenn man dann weiterschaut, findet man natürlich Parallelen. Also wenn ihr runterfahrt ins Tessin durch den San Bernardino, gibt es im Nordportal seitlich gibt's wahnsinnig schöne Lüftungskamine. Es gibt auch auf der Passhöhe die Lüftungskamine. Und die sind dann aber eben auch die sind gestaltet worden. Sie sind einfach Ausdruck, man muss es machen und irgendwer soll es dann machen. Ich weiß nicht, der Tiefbauzeichner im Büro soll auch noch etwas zeichnen, sondern es geht dann schon um mehr. Also mein Votum wäre, man sollte diese Bauten, diese Art von Bauten, Zweckbauten, sollte man präziser ins Visier nehmen, was davon tatsächlich auch gestaltenswürdig ist. Und ich glaube, es gibt viel mehr. Vielleicht war ich ein bisschen bereits verbogen, weil ich mit dem Tiefbauamt eine Beratungsarbeit machen konnte. Ich hatte mit Heiri Fiege, der verantwortlich war für die Abteilung Kunstbauten, also Brückenbau und so weiter, wurde ich manchmal zugezogen zur architektonischen Beratung. Und da gab es vielfach Aufgabenstellungen, die sehen auf den ersten Moment nicht spektakulär aus oder für Sie als Architekten oder Studenten nicht sexy, oder? Also Stützmauern, straßenbegleitende Stützmauern und so weiter. Das ist ein unglaublich spannendes Thema, wenn man mal reingeht. Dazu hat zum Beispiel Jürg Konzett eine ausgezeichnete Arbeit gemacht, so eine Art Typologie ausgearbeitet, um auch da bestimmte Überlegungen der Gestaltung mit einzubringen, oder? Die Frage ist natürlich bei diesen Geschichten, vielleicht einfach an Ninas noch, wurde der Bauablauf erschwerend durch solche angepassten Maßnahmen oder war das eine Schwierigkeit, war das eine erschwerte Geschichte, weil das dann dazugekommen ist, ja, jetzt muss man noch solche Sachen machen oder war das eine Erleichterung, also, oder wie war das für den ganzen Ablauf im Ganzen? Also der sorgfältige Umgang mit
Boden und Vegetation, wenn es so wenig hat wie hier, ist natürlich schon eine Aufgabe. Dass es, aber wenn man den Bauablauf, euren Bauablauf des Gebäudes gut mitverfolgt und im richtigen Moment und weiß, wann zuschlagen und so, dann sind das eigentlich Abläufe, wenn sie gut durchdacht sind, die platziert werden und sehr effizient sein können. Also ich habe ja auch das Projekt Julia Pass oder diese eine sehr lange Straßenbereich, der erneuert wurde, die Landschaft machen, wegplanen und realisieren können. Und dort war es ganz wichtig, dass diese Abläufe, wenn man etwas abträgt, einen Riesenabtrag macht oder eine Straße 10 Meter tiefer legt und den Boden abtragen muss und gleichzeitig stufenweise den wieder anlegt, dann kann man eigentlich sehr effizient arbeiten und es werden Transportkosten gespart, es werden Depotkosten gespart, also Zwischenlager und Backerstunden und so weiter und man kann sehr schnell vorgehen. Das ist zum Beispiel hier ein Ort, soll ich das ein bisschen erklären oder? Ich habe mir schon ein bisschen an, bis zu am Erklären, ist es sicher interessant, dass man auch weiß, wovon du sprichst. Diese Julia-Pass-Geschichte, ist ja, was du mir gesagt, dem Karton hast du 8 Millionen gespart mit dieser Intervention hier. Also nicht nur mit dieser Intervention, das wäre ein bisschen viel gesagt, aber das Projekt wurde 8 Millionen günstiger, zu großen Teil auch, weil die mit dieser neuen Methode, die Unternehmer eigentlich gar nicht gekannt haben und angewendet haben, dass sie damit viel schneller, also im zweiten Jahr, wussten sie, dass sie eigentlich günstiger offerieren konnten für das nächste Los, weil ihre Arbeit sehr effizienter verlief und sie 2 Wochen früher fertig waren oder so und weniger Maschinen brauchten. Also es, wenn man das gut durchdenkt und anwendet, dann kann man steiler, also die Böschungen hier, diese große, wie das inseriert wurde in die Landschaft, kann man viel steiler werden mit diesen Böschungen. Ich konnte zum Beispiel das Tal erhalten, das hätte konventionell überdeckt werden sollen, also in der Projektierung. Und so gibt es Möglichkeiten, auch mit dieser Methode, dieser direkten und schnellen Umlagerung auch gute Situationen zu nutzen und die Landschaft ja, anders und schneller zu formen. Und das heißt wirklich so, hier nimmst du einen Teil Erde weg und transportierst auf die andere Seite und legst da wieder hin. Also diese Umlage, und das geht ganz, ganz direkt. Also am besten natürlich in Reichweite des Backer Armes, das ist das Allerschnellste und sonst platziert er sich ein bisschen. Wird hier auch noch nachgesät, nachgemacht oder gar nicht? Eigentlich so, du nimmst das Material so, wie es ist und dann bleibt das eigentlich so. Ja, also das ist ja immer defizitär, eine solche Arbeit. Es fehlt am Schluss immer Material. Also gibt es große Lücken und in diesen Lücken, das haben wir auch von einer Masterstudentin noch von der ZHW untersuchen lassen, diese Lücken, die schließen sich dann sehr schön, einfach durchs Absamen und Auslaufen. Also die Lücken werden geschlossen und sehr wenig musste angesät werden. Hier sieht man, das sollte man fast zeigen, weil man sonst nicht erkennt. Darf ich das schnell? Ja. Das ist das große vorher. Ah nein, jetzt läuft das nicht. Oh. Läuft immer dann nicht, wenn man das braucht. Doch, jetzt kommt. Nein, gut. Also Sie sehen hier das hellere Gebiet bis dort oben hin und hier hinauf, das ist das Gebiet, das Sie in dem vorherigen Bild als Materialabbaugebiet gesehen haben. Und das, wo dieses hier. Und das wurde wiederhergestellt nach dem ganzen Abtrag als Lawinenauffangbecken. Und innerhalb von 6 Arbeitstagen haben wir mit einem Supermaschinisten, den ich also da einige Jahre gehabt habe, hat er das Ganze so arrangiert, wie ich das wollte, mit Blöcken und so Geröllrunsen und wieder Boden dazwischen. Und es hat sogar kleine Flachmöhrchen. Stehst du da wie eine Dirigentin am Rand vom Geschehen und zahlt so jetzt hier einen Block. Ja, ich gehe auch mit auf den Bagger teilweise oder so, aber wenn einer das erlegt, dann kann er da auch alleine arbeiten dann. Ich bin nicht die ganze Zeit dort. Also du machst keinen Plan, wo welche Steine hin sollen. Nein, ich erkläre es eigentlich immer vor Ort und welches Material wohin, das soll ja auch praktisch sein. Also es ist ja nicht so, dass ich dann von irgendwoher das Material hole, sondern das, was wir hier haben, ja. Entschuldigung. Ich möchte noch den dritten im Bunde auch mal einschließen, weil du bist ja
Du hast sehr früh sehr große Arbeiten gemacht. Soll ich dir gleich einmal zeigen, was du über die Travelhäuser, also du hast ja mit so Funktionsbauten, hast du ganz, habt ja eure Karriere eigentlich auch gestartet mit diesen Geschichten. Was waren da die ausschlaggebenden Geschichten? Die sind ja eigentlich sehr prägnant. Wir sind letztens durch die Schweiz gefahren, hat meine Partnerin gesagt, oh schau mal, da hat es ja diese Dinger, die hat die jetzt überall in der Schweiz, diese Travelhäuschen. Die sind heute noch prägend, fast schon landschaftsprägend, weil die eigentlich überall in der ganzen Schweiz verteilt sind. Ich glaube, ich gehe mal am besten auf die Präsentation. Das ist vielleicht das Einfachste. Dann weiß man ein bisschen, wovon man spricht. Oder hört man mich jetzt? Vielleicht vorgängig, schon etwas zum Thema von Infrastrukturbauten. Es ist natürlich schon so, dass in der Schweiz früher das wirklich auch mit im guten Sinn gestalterischen Ambitionen Baukultur darstellte. Und das ist eigentlich auch ein bisschen verschwunden. Oder die Bauingenieure, die sind in der Regel Gestalter gewesen, die hatten eine gestalterische Intention, aber es ist ja sehr symptomatisch, dass Andrea de Platzes jetzt zugezogen wird als Experte für die architektonische Frage, weil der Ingenieur eigentlich natürlich nicht alle, aber viele, sind Dienstleister geworden, rechnen, und deshalb hat man ihnen auch in der Regel diese Infrastrukturbauten übertragen heute, weil niemand interessiert sich mehr eigentlich, dass das genauso Teil der Baukultur ist wie jedes andere Bauwerk. Und das ist eine bittere Erkenntnis. Darum ist, für mich hat dieser Preis eine doppelte Botschaft, dass ihr es bekommen habt, dass eben Infrastrukturbauten, erstens gibt es sehr viele, es gibt unglaublich viele Infrastrukturbauten. Ich meine, das darf man einmal nicht unterschätzen, es ist ein wesentlicher Teil, der die Landschaft gestaltet. Und B, finde ich es toll, dass man eben bereit war, mit diesem Betonpreis, mit eurer Auszeichnung auch ein Zeichen zu setzen, wie wichtig und wie bedeutsam eben Infrastrukturbauten sind. Wir haben ihn damals nicht gekriegt, als wir das, aber das ist egal. Da hat man eben noch so Bauten von Valerio Olschatti oder Christian Keretz, so ambitiöse Bauten hat man dann ausgezeichnet, aber das ist egal. Aber das war auch ein Wettbewerb und es ging eigentlich darum, eine neue Generation von unbemannten Stellwerkgebäude, oder das ist ja vielleicht auch noch typisch, ja. Es gibt sehr viele Infrastrukturbauten, da ist kaum mehr Mensch drin, bei euch sicher schon, aber auch mehr Maschinen wie Menschen, aber sie sind trotzdem Gebäude. Oder? Und hier ist es so, dass eigentlich nur bei der Installation etwa ein Jahr, also ein Gebäude braucht etwa ein Jahr, bis das installiert ist, das sind Relais, Batterien, Geräte, und das Signal ist, also das regelt ja den ganzen Schienenverkehr in einem Umkreis von, ich weiß nicht, wie so ein Einflussgebiet von, dann kommt das nächste Stellwerk und so. Das ist alles vollautomatisch. Ihr kennt ja die Stellwerke, die haben eine wahnsinnig schöne Geschichte. Früher hat man das mechanisch, das hat man so die Weichen gestellt, oder? Da hatten alle ein Bild. Dann hatte man Stellwerke, wo man auch über die Sicht eigentlich alles geregelt hat. Darum waren sie so exponiert und hatten immer so eine Kommandozentrale verglast. Und dann kam der Schritt zum mit Computer gesteuerten Stellwerk. Da hat Herzog Dömerer dann ein Bild entwickelt mit diesen Kupferumspulungen. Also das ist dann eigentlich schon bereits nur noch irgendwo ein Gerät, aber es erinnert noch an etwas. Und wir haben eigentlich gesagt, es gibt gar kein Bild mehr. Weil, also ich würde jetzt mal sagen, den Computer, den Bildschirm, das verstehen wir ja noch. Oder diese Kupferumwicklung kommt ja so quasi von diesen Dampfmaschinen, die man als Kind da zusammengebastelt hat. Oder? Mhm. Diese Kupferumwicklung, also das ist ein wunderschönes Bild, erinnert auch dann natürlich so an, also dort, wo ja die Leute arbeiten, sind diese Kupferbänder ja dann aufgestellt. Das erinnert so an Kriminalromane, wo man da oder Filme, wo man die Jalousie so öffnet. Also das ist unglaublich ein Werk, das über Bilder eine Idee transportiert. Wir hatten aber kein Bild mehr, weil also wie das heute gesteuert wird, das ist für uns nicht mehr vorstellbar. Darum haben wir eigentlich gesagt, sind erratische Blöcke,
Der Auftrag war, das ist noch wichtig, der Auftrag war also eine neue Generation von normierten Stellwerken, die eben unbemannt irgendwo da entlang des Gleisnetzes der Schweiz liegen. Es sind, glaube ich, jetzt etwa 60 oder 70, die hier oben stehen. Und das Zweite ist, sie müssen diese sensiblen Technologien schützen. Das war ein wichtiger Auftrag. Und es war auch ein Auftrag, dazumal schon, die sind ja etwa über 20 Jahre alt, oder war der Wettbewerb, glaube ich, mit 96 so. Und ein weiterer Auftrag war natürlich, mit möglichst wenig Energie den Unterhalt zu bespielen. Und wir haben mit einem Ingenieurbüro, Werner Waldhauser, haben wir das, also Haustechnikplan, haben wir das gemacht. Und wir hatten eigentlich gesagt, wir möchten keine mechanische Lüftung, sondern eine rein statische. Und wir möchten ein ausgeglichenes Klima. Und wir wissen ja, mit viel Masse kann man das erreichen. Es gibt eine Eigenabwärme im Innern, logisch, aber es darf auch nicht zu starke Amplituden Ausschläge geben, was im Zusammenhang mit Temperatur zusammenhängt, sonst wird die Lebensdauer dieser Geräte reduziert. So, und wir haben mit ihm zusammen entwickelt, dass wir einfach maximal viel Masse, also eben so ein Schutz mit viel Masse um diese Geräte herum denken. Das Dumme war dann, dass der Werner Waldhauser eigentlich gar kein Honorar bekam, weil er hatte ja seine Baukosten waren null. Aber Spaß beiseite. So, und wir haben dann vorfabrizierte Betonelemente entwickelt und jetzt natürlich in einem anderen Sinn kommt aber ein ähnlicher Gedanke. Wir haben dann eigentlich gesagt, in den Wänden, jetzt müsste man vielleicht das eins zurück. Ja, das ist eigentlich das Prinzip, das wir entwickelt haben. Ortbeton wird nur das Fundament gemacht, alles andere ist vorfabriziert, darf nicht schwerer sein wie eine gewisse Gewicht, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr wie viel Gewicht, aber das wieder das Nächste. Es muss nämlich so montiert werden können, immer von der Schiene, immer mit diesen Gerätschaften, also das war eine Abhängigkeit. Und wir hatten damals schon gesagt, wir möchten nicht einfach das, wäre viel zu schwer geworden, wenn das jetzt volle Betonklötze gewesen wären, wäre auch unsinnig, weil wir werden heute Abend noch diskutieren darüber, wie geht es weiter mit Beton. Und ein Prinzip ist natürlich, dass man effizienter ist. Und wir haben relativ dünne Wände, also so Hohlkörper konstruiert und die füllen wir dann mit Sand oder mit Lecker, je nachdem, es gibt ja manchmal auch verschiedene Räume und die haben unterschiedliche Anforderungen. Also das ist mit Leckerkörner oder mit Sand oder mit Kies, je nachdem, gefüllt. Und diese Ganze sind etwa 70 Zentimeter, geben dann eben diese Trägheit klimatisch. Und jetzt kommt das Dach, jetzt wieder eins zurück, oder das eins zurück, genau. Das Dach ist aber 1,50 Meter stark und statt dass man den Aushub wegnimmt, hat man einfach den Aushub oben reingetan und jetzt wachsen oben auch einfach die Pflanzen. So, also im Prinzip ganz simpel, aber ein natürlich auch, es ist für, eben es geht eigentlich darum, dass wir nur so ein Schutz, also erstens so, was heute natürlich diskutiert wird, oder dass man nicht. Es geht mir nicht um Effizienz, sondern es ist fast eine Art Symbolik, dass man den Aushub wieder wie verwendet, oder was du auch vorher gesagt hast, wie man mit der Landschaft umgeht, dass man eben das Zeugs nicht um die halbe Welt trägt, sondern das, wenn immer möglich. Oder? Und hier hat es sich extrem schön ergeben und die sind dann auch jetzt so gepflanzt, natürlich mit der Zeit. Da kann auch vieles wachsen. Die sind relativ, diese Schalen sind so robust, dass die nicht angegriffen werden. Und dann obendrauf gibt es die Lüftungsoblichter und die Oblichter für die Installation. Das war eben auch wichtig. Also etwa ein Jahr lang wird montiert, bei den Großen sogar länger. Und da war die Forderung, dass die das nicht mit Kunstlicht machen müssen, sondern diese Oblichter sind eigentlich für diese erste Phase wichtig fürs Licht, fürs natürliche Licht, weil die arbeiten ja tagsüber. Also, und die mussten wir logischerweise quadratisch machen, weil wir wollten natürlich die nach Norden richten, damit nicht zu viel Wärme in den Innenraum
hineindringt und die Lüftung, also und wenn sie quadratisch ist, kann ich die natürlich immer in die richtige Richtung richten. Also es gibt sehr viele funktionale Rahmenbedingungen, die wir uns gesetzt haben, um aber auch letztendlich ein Bild, nämlich kein Bild, also einfach archaischer Schutz haben wir uns, das war unser Thema, archaischer Schutz. Oder? Und jetzt sind das so numinose Blöcke, die da entlang vom Schienennetz, die Farbe ist, mit Ruß und Eisenoxid eingefärbt. Das hat natürlich zu tun, weil man ja da in der Nähe von diesen Schienen ist und da wird gebremst und dann gibt es diesen Roststaub, der ja immer in dieser Nähe von Bahnen liegt, dass das so natürlich das ein bisschen annimmt. Und so sind diese erratischen Blöcke da entlang dem Schienennetz und sind eigentlich ein bisschen stumm. Und das war genau die Idee, weil was da drin ist, verraten wir nicht. Es hat auch keinen Sinn, wenn wir es verraten, wir verstehen es nicht mehr. Es ist so nicht mehr nachvollziehbar, was diese Technologie heute, wie sie funktioniert, für Laien, wie wir sind. So. Ihr seid aber noch... Du könntest dein Prinzip für jedes Haus anwenden, theoretisch. Ja, eben. Wenn es darum geht, Masse zu schaffen. Ja. Oder? Auch mit oder ohne Menschen. Oder? Genau. Weil die Bauphysik und eigentlich das Verhalten. Ich meine, eigentlich waren die Häuser früher identisch, ist, oder? Ist und so. Ja. Aber bei all diesen 60 Bauten war der mit dabei als Büro. Am Entwurf oder an der Definition oder habt ihr mehr in Systemen? Nein, die sind ja normiert. Also das heißt, ihr habt ein System, wo sie das selbst nachher machen können. Ja, zu den Grundrissen. Also Sie, oder das sind jetzt einfach drei. Und die Anforderungen stellt natürlich die SBB, oder? Die wissen ja, wie viele Apparate da hinein müssen. Wir haben im Prinzip die Elemente entwickelt und wie man sieht, haben wir kein Eckelement. Also das baut sich einfach so um die Ecke. Sonst das, also ist ziemlich pragmatisch, aber sinnvoll. Und jetzt kann man ein großes bestellen oder ein kleines. Und wir müssen eigentlich nur jedes Mal die Situation zeichnen und die Stückliste, also die Bestellliste machen. Und das Ortsbett, das Fundament, das war ja das Einzige, was. Und den Hohlboden. Es gibt dann im Inneren einen Hohlboden für all diese. Und dann gibt es ja einen Anschluss, also irgendeinen Anschluss, wo diese ganzen Medien hineingeführt werden. So. Das ist die ganze Geschichte. Aber es ist eben auch eine Geschichte. Und wichtig war, dass die SBB eben einen Wettbewerb gemacht hat, dass man sich auch inhaltlich, architektonisch, irgendwie sich auseinandersetzt, was ist das eigentlich? Das ist, oder im Prinzip könnte das jetzt Siemens einfach irgendwo Boxen hinstellen, ohne einen Anspruch an Baukultur. Und ich glaube, das müssen wir verteidigen. Und für mich ist eben dieser Preis an euch ein absolut schönes Signal, wie wichtig eben auch solche Bauten sind in unserer Landschaft, ob in der Stadt oder auf der Wiese oder auf dem Platz. Du hast noch einen schönen Begriff gesagt. Eigentlich ist es stumm, oder? Und ich finde das eine interessante Annäherung. Ich meine, wir sind ja immer in der Frage, gibt es überhaupt so etwas wie eine Abstraktion in der Architektur? Oder ist nicht alles, was du machst, konkret? Einfach in der Frage, wie weit ist da diese Klaviatur, oder? Ihr seid wie auf einer Messerschneide am Operieren, wenn das jemand macht, der es nicht kann, dann kommt das raus, was wahrscheinlich dann eben Zweckbau genannt wird, weil es dann abstürzt, oder? Und nicht mehr stumm ist, sondern nur noch aufdringlich oder problematisch. Oder halt einfach so, dass man es nicht liederlich. Ja, das kann ja auch bei unserer Arbeit geschehen, oder? Ich meine, wenn man das nicht wirklich gut macht, dann kann das eine Disneyfizierung, das kann eine Camouflage, das kann sehr schnell sich ins Lächerliche drehen. Und es geht ja hier nicht darum, etwas zu verstecken oder etwas zu negieren, sondern es geht eigentlich darum, dass wir sagen, doch, mit dieser Überdeckung hast du dir deine architektonischen Vorteile, das ist eine starke Präsenz mit der Fassade und das Silo als Funktion, die tritt ganz stark zutage, oder? Diese Garageöffnung verso la strada, Entschuldigung, gegen die Straße, aber andererseits hinten gegen die Landschaft hin, dort müssen wir uns nicht auch präsentieren, sondern dort können wir eigentlich dieses ganze Gelände nutzen und wieder natürliche Landschaft zurückgeben. Und aber auch nicht im Sinne, dass man alles verschönern muss, oder auch eine Hochspannungsleitung hat Charakter oder gehört dazu. Es ist ja eine Kulturlandschaft, der Mensch ist präsent, aber
man hat einen gewissen Respekt und man nimmt diese, auch die Geomorphologie und diese großräumige Landschaft wahr. Oder? Man darf nicht nur im Kleinen planen, oder wie wenn man das Gärtli und Gartenarbeit macht und so, sondern man muss wirklich das Ganze im großen Raum sehen mit dieser fantastischen Landschaft und dann diese Präsenz der Architektur und der Funktion. Aber etwas hast du angedeutet, wo du nämlich von Misapor geredet hast. Du musstest nämlich das schwere Gelände doch leichter machen, weil sonst wäre auch die ganze Stahlbetonkonstruktion drunter wäre zusammengekracht. Ja. Also man darf das ja nicht unterschätzen. Wenn du Kubikmeter aufschüttest und dem Gebäude kommt da Gewicht, das unvorstellbar. Also mir wurde erst klar, als wir dann das Volumen des Turms mal gerechnet haben. Ja. Der Turm ist 6,5 Meter im Durchmesser und 10 Meter hoch, gefüllt mit Sand und Kies. Oder? Ergibt insgesamt 800 Tonnen Gewicht. Und jetzt in dem Fall steht ja der Turm nicht am Boden, wo ich ihn dann locker fundamentieren kann, sondern er hängt sozusagen in der Konstruktion. Und da merkt man dann plötzlich, von welchen Lasten wir reden, auch erdreich, wenn es dann nass ist oder Steine drin hat. Und so. Das ist gewaltig schwer, gleichzeitig ein unglaublich guter Wärmepuffer oder, zwischendrin. Das hast du mit den Arbeiten der Trafohäuser gezeigt. Oder? Und bei uns aber war das Problem, ein Problem gab es von Anfang weg, oder? Und das hatte zu tun mit dem Silo. Mit dem Silo. Das Silo ist einfach ein Behälter. Denn das muss oben sein, damit von, einfach wegen der Gravitation Sand und Kies runter in die Lastwagen fällt, damit die nachher das verstreuen können. Also. Und das braucht ein gewisses Volumen, dieser Turm. Alle im Web weiß noch gut, alle haben irgendwie herausfinden wollen, was macht man mit diesem Silo, integriert man es ins Gebäude und lässt es verschwinden. Und wir fanden, das geht ja bei unserem Konzept dann sowieso nicht, das schaut aus dem Boden raus. Aber es hat unglücklicherweise eine unschöne Proportion. Es ist einfach zu kurz, es ist wie kein richtiger Turm. Also wenn schon ein Silo, das turmartig wird, oder, dann wäre es schön, wenn es ein bisschen nach Turm riecht. Oder? Auch wenn man noch nicht, wenn man vielleicht ahnt, dass es nur das Silo ist zuerst mal. Und dann wir suchten wirklich einen Weg, wie man das erhöhen kann. Und da kommt dann dieses komische, dieser komische schwarze Raum mit ins Spiel, weil danach hat ja niemand gefragt, oder? Also im Wettbewerbsprogramm. Aha, dieses Reservoir ist eure Idee. Hör zu, das ist eine Verkaufsstrategie. Nein, manchmal muss man die Dinge einfach verkaufen. Genau. Niemand hat nach der Kamera Obscura gefragt und auch nicht nach dem leeren Volumen, oder? Und irgendwann, wir waren also bereits an der Arbeit, die Sache war noch nicht durchgestanden. Im Wettbewerb hatten wir sie drin, wir haben erklärt, warum und wie. Aber man muss dann das Prinzip Hoffnung und schauen mit den Baubehörden, dass sie das unterstützen. Hat geheißen, das Budget ist für das und das. Wenn ihr das machen wollt, da kann man uns entgegen. Wir haben da ein bisschen gedrückt und gemacht. Wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr das Geld selber auftreiben irgendwo. Und wir waren dann am Betonieren, die Kletterschalung des Turms war schon am Steigen, am Hochklettern und die Sache war noch nicht in trockenen Tüchern, was das betrifft. Und wir konnten dann das Team, und dann gab es einfach eine Erklärungsnot, oder wie erklärt man jetzt innerhalb des Tiefbauamtes, dass man den Turm etwas höher betonieren soll, als wie er eigentlich sein müsste. Und nur die Schale, nur die Schale. Und wir waren am Diskutieren und da hat uns also tatsächlich der Oberingenieur, der Chef des Tiefbauamtes, einen guten Hinweis gegeben. Er hat gesagt, wisst ihr, wir bauen das Gebäude eigentlich, weil wir ja für den Winterfall gerüstet sein wollen. Das kann sein, dass es einen Winter gibt, wo kein Schnee kommt. Das könnte sein auf dem Bernina, dass ein Winter kommt, der jahrhundertmäßig Schnee bringt. Es gibt da, wenn ihr, ich weiß nicht, ob das Bild zu sehen ist irgendwo, es gibt am Hospiz gibt's eine Marke, wo der Schnee mal war, 19, ich weiß nicht wann, fast oben am Dach. Also es kann gut sein, dass 10 Meter Schnee da plötzlich liegt. Da hat er gesagt, wenn wir das so anschauen, wäre es vielleicht nicht falsch. Wir tun ein bisschen die Schalung höher ziehen, aber trotzdem finanzieren muss man die ganze Geschichte dann halt anders wie. Das war noch während dem Bau und es ist dann gelungen. Die Sache mit der Kamera Obscura ist eine Notlösung.
damit wir einfach mehr Volumen bauen können. Dass es eleganter und höher wird, und, der Turm. Wow. Ja, klar. Und warum jetzt eine Camera Obscura, oder? Und das ist jetzt auch wieder so ein interessantes Zusammenkommen. Das muss ich schnell erklären, oder? Das hat zu tun mit einer Seminarwoche. Wir machen mit Studenten jedes Semester eine Reise. Und die fand einmal statt in Andalusia, Südspanien. Und wir haben eine Stadt besucht, Jerez de la Frontera. Und weil es Mittag war und wir gerade noch Zeit hatten und der Bus nicht gefahren ist und es dort im Zentrum ein Kastell gab und mit einem Turm, und da hat es geheißen, da oben könne man eine Camera Obscura anschauen, haben wir gedacht, ja, dann gehen wir halt das noch anschauen. Aber eigentlich weiß man ja, was das ist, oder alle wissen das, oder? Lernt man in der Schule irgendwann so die einfachste Fotokamera, die ganze Perspektivzeichnung in der Renaissance wurde mit diesem Prinzip angegangen, und eigentlich ist das Schulwissen. So what, wir hatten einfach nichts Besseres zu tun und sind da rein. Ich habe mir nichts davon erwartet. Und dann stehen wir da drin, wirklich ein schwarzer Raum. Das System ist dort noch Periskop, also das Licht kommt nicht wie bei uns seitlich, sondern es hat einen Umlenkspiegel oben, wie eine ganz einfache Spiegelreflex. Und du schaust über die Spiegelumlenkung, kommt das Licht vom Dach her oder von oben auf einem Parabolleinwand. Du stehst im Kreis rundherum. Und wir stehen da rundherum und du verstehst plötzlich nicht mehr, was du siehst. Aber du kannst es nicht erklären. Wenn ich es jetzt erkläre, klingt das banal. Man muss es gesehen haben. Sonst glaubt man nicht, wie das funktioniert. Du stehst da und realisierst, das ist keine Foto, es ist kein Film. Es ist nichts, was festgemacht ist. Es gab dann dort eine Schule, wo Kinder auf dem Pausenplatz herumgerannt sind. Und wir haben das gesehen, wie die da rennen, oder? Aber es war trotzdem nicht einfach der Blick aus dem Fenster. Also unglaublich. Und eigentlich Licht. Licht, das eine Gegenprojektion macht. Und das war zuerst die Absicht, dann diese Art von... Und ich habe dann nicht gewusst, tolle Erfahrung. Ich tue meine Erfahrung manchmal in einen Ideenspeicher irgendwo abtragen oder einschreiben oder mit Fotos und so weiter abheften. Und das war dann irgendwann im Ideenspeicher. Und plötzlich kommt dann diese Sache, wie macht man den Turm höher? Und dann irgendwann brauchst du noch zwei, drei gute Argumente. Ich hatte noch zu tun mit einem Fotografen, Christian Scholz, mit dem ich diskutiert hatte. Und plötzlich reden wir irgendwie über den Fotoapparat und die Kamera und so weiter. Und da kommt mir wieder dieses Camera Obscura Bild. Okay, eins gibt das andere, aber mehr als ein Zufall. Aber es ist eine schöne Möglichkeit, einen Turm letztlich oben abzuschließen, wo du nicht eine Aussicht machen auf den Berliner Pass, ist lächerlich. Das ist ziemlich sinnvoll. Da kann ich ja den Hang hochgehen, habe ich die bessere Aussicht. Also einen Turm bauen macht man meistens, wenn man Aussicht will und von oben rausschaut. Das kommt nicht in Frage. Aber die Camera Obscura nach innen war dann die Lösung. Aber die musst du ja selber finanzieren. Ja, die also wir haben dann Leute, wir haben Geldgeber gesucht. Ihr habt Geldgeber gesucht. Also vor allem, der Kanton hat sich bedankt, aber gefunden, Salzlager. Ich bin froh, ich möchte das wirklich gut gesagt haben. Der Kanton hat sehr unterstützt, dass man das nicht einfach streicht, oder? Das Einfachste wäre gewesen, hey, oder? Streicht das doch, oder? Und das war wirklich einmal auf der Kippe, weil dieses System, das wir wollten, das mussten wir in Spanien, hätten wir in Spanien kaufen müssen. Das war eine Firma, die das hergestellt hat. Es war zu teuer, 500.000. Zu teuer. Da war es fast gestorben, also eben, wo dieser Schalungsmoment da schon war, war fast gestorben. Und dann gab es noch einmal eine glückliche Fügung, weil dann kam Guido Baselgia mit ins Spiel, der Fotograf und Künstler, der sich extrem mit Camera Obscura-Fragen beschäftigt hat. Und er hat dann eigentlich über den Kontakt mit Valentin eingeworfen, warum machen wir nicht die absolut primitivste Ausführung der Camera Obscura, nämlich ein Raum, schwarz und ein Loch. Ein Loch, nichts anderes als ein Loch, das seht ihr da unten, das Loch ist größer, aber da drin steckt ein Blech. Wie bei einer Linse steckt ein Blech, im Blech ist ein Loch gebohrt. Das Blech kann man austauschen, wir mussten ausprobieren, wie genau groß das Loch sein muss. Wir haben ausgemessen, oder Guido hat dann geholfen, auszumessen, da sollte das Cambrena-Massiv dann rein projiziert werden. Das Loch ist letztlich 20 mm, man kann es mit einem Weinkorken verschließen, oder?
einkorkend ausnehmen und dann kommt diese Projektion. Also die primitivste Ausführung. Aber es hat dann funktioniert. Die Kosten gingen runter. Was vielleicht zu meinem Themenwechsel überhaupt zum Thema Beton. Die Frage ist ja, wenn ich teilweise zeige den Studenten auch Betonbauten, dann gibt es dann große Diskussionen, beziehungsweise dann kommen sie in den Entwurf und dann heißt es ja, ein Betonbau ist ja etwas von vorgestern. Heute kann man ja kein Beton mehr machen. Also im Sinn von die Frage, wie nachhaltig, die Frage von CO2, wo steht der Beton heute? Oder beziehungsweise kann man heute mit Beton noch mit gutem Gewissen bauen? Ja, sicher. Denke ich, wieso? Also erstens einmal, glaube ich, darf man einfach nicht dieses Phänomen oder dieses Problem, das wir alle zu lösen haben, isoliert betrachten und auf ein Material fokussieren. Es braucht eine integrale Untersuchung. Und da würde ich eben gerne diesen Film zeigen, weil ich kenne Florian Nagler. Florian Nagler ist ein wirklich toller Typ und der ist Professor an der TU in München und der hat ein Forschungsprojekt, das heißt einfaches Bauen. Und er hat jetzt 3 Häuser gebaut in Leichtbeton, in Holz und in Backsteinen und hat da untersucht, was das alles braucht. Und das ist eben etwas Integrales. Das heißt also, es gibt kein schlechtes Material, es gibt kein gutes Material, es gibt kein böses Material, sondern es gibt sinnvolles Baumaterial. Aber ich glaube, wir lassen ihn sprechen. Es dauert nur etwa 5 Minuten. Dann, aber er spricht genau das an, was eben dagegen hält, dass Beton jetzt auf einmal böse ist, weil es ein bisschen mehr CO2 braucht wie ein anderes Material. Muss ich, glaube ich, schnell was umstellen, freigeben. Jetzt sollte es eigentlich klappen. Ich hoffe es zumindest. Elektronische Steuerung. Immer Nein. Mehr Materialien, immer mehr Technik, immer mehr. Es geht nicht über das Mikrofon, ne? Drei Bilder zeigen oder 4, ist natürlich, dass man wieder beginnt. Und ich habe schon erste Gespräche gehabt mit Emanuela Ferrari und Patrick Bartmann, dass wir eigentlich einfach, wie sagt man, wieder statische Konzepte entwickeln, wo wir viel weniger Beton brauchen. Ja. Und da gibt es jemanden, der heißt Pierluigi Nervi, der hat nämlich aus der Not so etwas entwickelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Zement rare Kost und er hat Systeme entwickelt. Also ich meine, das ist nie gebaut worden, aber das würde 300 Meter überspannen, da sieht man unten die Gebäude. Also, aber das würde funktionieren. Miguel Fisac, genau gleich, Miguel Fisac in Spanien. Ja, genau. Mhm. Oder? Und das heißt also, Beton ist ein fantastisches Material, bietet so große Möglichkeiten, das darf jetzt nicht verdammt werden, weil es im Moment ein Problem hat. Oder? Aber andere Materialien, die wir dann eben, wenn wir so hochtechnisierte Bauten haben, über dieses Material wird einfach nicht diskutiert. Das braucht in der Herstellung auch CO2. Also weil das ist ja diese Diskussion. Das deshalb, ich habe auch schon gehört, dass, also immerhin von Leuten, die etwas zu sagen haben, dass sie eigentlich enttäuscht sind, dass jetzt beim Betonpreis ein Projekt gewonnen hat, das ein Neubau ist und nicht ein Recycle-Gebäude oder so. Das ist politisch
mag das vielleicht so sein, aber inhaltlich wäre das ein völlig falsches Manifest gewesen. So, und wenn man jetzt eben, oder es gibt aber schon ein Problem, was man noch ansprechen muss. Das ist einfach, ich weiß, ich kenne jetzt die Bauten nicht, die gezeigt worden sind, oder? Das eine ist die Bauphysik natürlich, die Frage nach dem Aufbau der Fassade als solche. Wir haben mal in Flesch das Haus Mäuli versucht, einschalig zu machen. Heute wäre das nicht mehr möglich, weil die Verordnungen streng geworden sind, strenger, zu streng. Wir müssten raufgehen bis fast auf einen Meter Dicke von Mauern aufgrund der Bauphysik. Ja. Und dann wird es natürlich absurd irgendwo. Das ist das eine. Das andere ist, dass, wenn du Nervi erwähnst, das ist natürlich genau ein schönes Beispiel, wie könnte man den Beton oder das Tragwerk ausmergeln. Das Problem ist einfach, wie lösen wir das Schalungsproblem effizient? Oder? Dass die Schalung dann machbar wird, um solche strukturierten... Nervi hat natürlich Präfabrikationen gemacht, oder? Dass man möglichst wieder mit Präfabrikationen arbeitet. Es geht nur darum... Ich weiß das einfach auch von der Betonindustrie. Das Ziel ist eigentlich, die Menge mit statischen Konzepten um 50% zu reduzieren. Das ist ja eben interessant. Also, das heißt, wir müssen nicht mehr mit Beton bauen, sondern wir müssen kluge Systeme entwickeln. Das wäre eigentlich so die Botschaft ein bisschen, oder? So. Und er hat aus der Not, er hat aus der Not diese Geschichte eigentlich entwickelt. Also da war er ja groß. Also natürlich mit anderen zusammen, aber er war da schon. Und das meine ich. Also das heißt, dass in dieser, wir sind schon in einer Krisensituation und wir müssen etwas tun, oder? Aber wir können ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ohne Beton geht es faktisch gar nicht mehr. Wir haben Fundationen und. Also ob man da ganz auf Beton verzichten kann, weiß ich nicht. Deshalb einfach, glaube ich, die Botschaft von uns wäre schon, dass das ein wunderbares Material ist und dass man eben vielleicht wieder diese Normen hinterfragt. Oder? Die Frage wäre jetzt natürlich an Herrn Nagler, funktionieren die Häuser energetisch? Wenn die Häuser ja energetisch funktionieren, warum muss man diese Wärmevorschriften einhalten, wenn sie eigentlich, wenn man andersherum denkt, Konzepte entwickelt, die andersherum auch funktionieren, dass es dann ja trotzdem geht energetisch? Es gibt die zwei Stoßrichtungen. Und ich weiß jetzt noch keine, die wirklich schon angekommen ist am Ziel. Das eine ist ja der Versuch, den CO2-Gehalt und die CO2-Emissionen in der Zementproduktion zu reduzieren. Ja. Und wo man weniger Zement anwendet, kommt auch weniger ins Spiel. Das stößt in die Richtung. Und das andere, also deine Trafo-Station könnte man theoretisch auseinandernehmen und die Teile wiederverwenden in entsprechendem System. Also es wäre dann Reuse. Da gibt es große Hoffnung, dass Bauteilbörsen entstehen, die dann bestimmte Materialien kombinieren lassen. Auch das ist im Aufbau, funktioniert noch nicht überall oder funktioniert noch nicht in dem breiten Maß, wie man sich das wünschen würde. Aber ich habe gerade vorgestern zum Beispiel in der NZZ war drin, aus altem Beton neuen machen lohnt sich. Das ist auf der Wirtschaftsseite, nicht auf der Forschungsseite. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Firma wie Sika im Spiel und die würden das nicht untersuchen, wenn sich nicht daraus ein versprechendes Geschäft machen lassen wird. Ich gehe davon aus, dass wir dann eine Frage, die haben eine Pilotanlage in Kloten gebaut mit einem Unternehmer und probieren da aus. Am ITA an der ETH weiß ich, da wird unterschiedlich geforscht in die Stoßrichtung verschiedener Aufbereitung, Betonzubereitung, die CO2 bindet, also einspeichern lässt, absorbiert. Das ist etwas Ähnliches, wie da beschrieben wird. Sagen wir mal, wenn sich das so anlässt, wie das jetzt so in der Diskussion ist, würde ich erwarten, dass wir wahrscheinlich in bestimmten Jahresfristen davon ausgehen können, dass irgendetwas entstanden ist, was dann wiederum Ersatz. Es ist natürlich auch aufgabenspezifisch, oder? Es eignet sich nicht jede. Genau. Also ich glaube, euer Gebäude zum Beispiel jetzt im Kontext, das ist einfach unglaublich sinnvoll, dass das dieses Material. Es muss ja auch resistent sein, mechanisch beanspruchbar und. Andere eignen sich,
ich meine, aber was ich eigentlich auch sagen wollte, diese Euphorie-Moment mit dem Holzbau, also da ist man ja fast schon auf verlorenen Posten, wenn man heute nicht mindestens eine Hybridkonstruktion bei einem Wettbewerb abgibt. Und das finde ich hysterisch, das ist nicht reflektiert und das finde ich keine gute Entwicklung, oder dass wir dann diese Liebe einem Material gegenüber erklären, aber eben nicht integral denken. Und dieses Forschungsprojekt von der TU München um Florian Nagler ist eigentlich integral gedacht. Ich brauche keinen Sonnenschutz mehr. Ich meine, die früheren Häuser hatten das ja auch nicht. Die Gründerzeithäuser, die hatten ja keinen Sonnenschutz. Die hatten übrigens, wenn du Holzbau ansprichst, müsstest du das Thema Verleimung mit ins Spiel bringen und das wird eben dann beim Entsorgen eben wieder ein also, Thema. Oder was, dann genau schauen, welche Art Verleimung vorliegt. Oder was eben der Investor, der Böhm, gesagt hat, wenn ich natürlich alles zusammenmanche, dann habe ich für Reuse wird es ganz schwierig. Ja. Oder? Aber wenn ich einen reinen Betonbau habe, dann ist natürlich die Wiederverwendung wahrscheinlich möglich. Also ich finde das ganz interessant, das überzeugt mich sehr, also diese Bescheidenheit in den Materialien und das Nicht-Vermischen und vor allem, dass das Einfliegen, Einschiffen von weit her, Materialien, die wir immer weiterentwickeln, aber die am Schluss uns selber belasten. Also da die Frage auf weniger ist natürlich mehr und wenn man weniger Beton brauchen kann, ist das auch besser, aber ich finde das sehr eindrücklich. Und ich glaube, das ist ein Weg. Nein, das braucht jetzt sehr viele Wege. Und vor allem diese Recycling ist ja ganz, ganz wichtig mit Baumaterialien. Aber wenn es total vermischt ist, dann ist ein Recycling nicht mehr effizient. Oder? Und deshalb ist der Ansatz von dem Florian Nagler also sicher ein wichtiger Ansatz. Aber das hat auch mit Transporten und allem zu tun. Ja, natürlich. Gleichzeitig ist natürlich die Entwicklung, also ich tue jetzt ein bisschen gegenreden, damit wir nicht alle immer so schön einer Meinung sind. Finde ich gut. Die Geschichte vom Beton ist natürlich die Geschichte der erfolgreichen Mischung zwischen Stahl und Beton, oder? Ja. Also das ist ja das, was mich immer erstaunt. Das funktioniert, weil die beiden Materialien, obwohl sie so verschieden sind, ähnliche Ausdehnungskoeffizienten haben. Das heißt, das erlaubt eine mechanische, kraftschlüssige Verbindung zwischen Beton und Stahl. Und Beton auf Druck beansprucht und Stahl auf Zug beansprucht. Und nur wegen diesem schönen Zufall, dass die beiden Materialien an der Stelle so gut harmonieren, gibt es den Stahlbeton. Und das ist natürlich auch der Grund, warum so eine Erfolgsgeschichte geworden ist. Weil natürlich alle Tragteile sich plötzlich verdünnt haben in der Entwicklungsgeschichte. Zuvorher, oder? Vor Massivbau. Massivbau 5 Meter überspannen heißt, du baust ein Gewölbe oder eine Kuppel. Ja, ja. In Massivbauweise. Im Beton hast du plötzlich eine Flachdecke und sparst damit natürlich Raum. Also es gibt. Aber ich würde das gar nicht in Frage stellen. Ich glaube, er meint ja nicht, dass jetzt einfach nur noch Beton ohne Armierung auf Druck konstruiert wird. Einfach an diesem Beispiel hat er getestet, wie kann ich sagen, er hat auch keine Stahltonstürze mehr mit Armierung beim Backsteinbau, sondern da hat er natürlich letztendlich wieder das Gewölbe oder den Bogen. Das ist ja ein Experiment. Aber ich finde natürlich bei der Armierung, ich glaube, da könnte man dann sagen, okay, ich habe andere Spannweiten, dann brauche ich die Armierung, möchte sie sogar. Man könnte auch viel mehr auf Vorspannung machen, da kann ich nämlich effizienter sein in der Menge vom Beton und. Also das meine ich damit. Also ich finde, die Bewährung in gewissen Bereichen und Anwendungen erlaubt sie eben die Verminderung von Beton in Verwendung. In anderen Zusammenhängen wird sie plötzlich wieder problematisch, wenn ich sie dann nicht mehr wirklich so einfach raustrennen kann. Oder? Aber es geht nur darum, dass wir eigentlich wahrscheinlich, ich habe einfach, was ich einfach interessant finde, ist, dass man sagt, ja Moment, jetzt mache ich das einmal ohne Armierung. Also was heißt das? Das haben wir uns ja gar nicht mehr gefragt, sondern Beton war eben Armierung, weil ich damit auf Druck und Zug etwas herstellen kann, was natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Aber was das andere ist, was eben auch schön ist, darum gefallen mir diese drei Materialien ja so, die haben unterschiedliche Eigenschaften. Das eine wird gegossen, das andere wird zusammengefügt
tektonisch aufgebaut, oder? Und das, der Holz ist letztendlich der Frame, also die Rahmengeschichte. Wo ich, also sind wie drei Archetypen von Material. Und ich glaube, die müssen wir mit diesen neuen Fragen der Umwelt, des Klimas, müssen wir sie wie nochmals nicht neu erfinden, aber adaptieren oder so, aber nicht vernichten. Das meine ich. Nicht jetzt sagen, du bist bös. Das hat keinen Sinn. Das bringt uns nichts. Hilft die Technologisierung dazu? Ist die ein Mehrwert? Diese ganzen Schritte, die ja derzeit eigentlich passieren. Bringt das etwas zu diesen ganzen Diskussionen oder geht das eher in die andere Richtung? Oder wo gibt es die Spielräume? Das braucht ja auch gedankliche Spielräume. Wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, Technologie kann einerseits diese ganzen Normierungsgeschichten, die vieles verbietet, aber eigentlich auch die ganzen Experimentiermöglichkeiten. Sind wie so zwei gegensätzliche oder zwei unterschiedliche Anwendungen, wie man mit diesen Ganzen arbeiten kann. Wie geht ihr damit um? Nein, unbedingt. Also weißt du, Forschung, die ganze Frage fängt bei der Forschung an. Das mit Neugier und Wissen wollen und herausfinden wollen und so weiter. Und ich glaube, das ist unabdingbar. Das ist zutiefst menschlich. Da würde ich nicht mal über Technologie reden. Also, und Forschung hat immer etwas entwickelt und immer etwas ausgelöst und Technologie natürlich auch. Und die Forschung, ich sage immer, Geschichte hat kein Ziel. Es ist einfach so, dass Menschen offensichtlich begabt sind, Techniken und Technologien zu entwickeln. Sie müssen, weil sie gar nicht, sonst wären wir in der Höhle irgendwo am Leben. Das können wir offensichtlich nicht. Das gehört zu unserem natürlichen Sein und deswegen entwickelt sich Technik und Techniken nicht automatisch. Ich sehe die Geschichte nicht als Entwicklung automatisch vom Primitiven zum Hohen und vom Schlechten zum Guten. Das muss man dann wirklich anschauen, oder? Aber vielleicht kann man, ich weiß nicht, wenn das zu weit führt. Oder? Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man jetzt den Verbrennungsmotor schlecht redet. Man redet die Technik schlecht, obwohl eigentlich man etwas anderes meint. Man meint nämlich das Energiemittel, ihn jetzt betreibt. Wenn ich Wasserstoff verbrenne, gesetzten Fall, man könnte Wasserstoff einfach herstellen. Und wenn es wäre, hätten wir den schon, dann würden wir nicht mal mehr diese Diskussion führen. Wenn Wasserstoff einfach herstellbar wäre, wäre die Verbrennung von Wasserstoff in einem Verbrennungsmotor das absolut Genialste, was man machen kann. Man bekommt Luft und Wasser. Ja. Oder? Also der Verbrennungsmotor ist nicht das Übel, sondern das, womit er gefüttert wird. Ja, mit den, ja, ja. Das ist ja hier ganz ähnlich beim Beton. Es geht nicht um den Beton insgesamt. Es geht jetzt im Moment um diesen Leim, genannt Zement, der im Moment noch sehr CO2-intensiv produziert wird. Ja. Jetzt muss man halt einfach über die Forschung, da kommt man nicht drum herum, Technologien investieren mit großen Firmen zum Teil, wo auch Geld rein muss. Das ist notwendig, das geschieht nicht. Es gibt kleine Start-ups an der ETH, tipptopp. Es ist gut, wenn an allen Fronten geforscht wird. Ich wollte draußen in Jenins, ein Weingut, wo wir am Bauen waren, wollte ich mit einem Erdbeton bauen, mit Material vor Ort zusammengesucht und habe einfach gemerkt, ich bin einfach jetzt für das Projekt mit diesen zwei jungen Leuten, die das Start-up betreiben. Wir sind jetzt dummerweise einfach 3, 4, 5 Jahre zu früh. Der Beton wird zu wenig hart. Ich kann ihn nicht so belasten und musste die Übung abbrechen. Aber ich bin sicher, da kommt was. Ihr habt ja immer wieder experimentiert mit diesen Sachen, sei es an Gantenbein, mit dem Roboter, sei es in Flash, Mäuli, mit dem Beton. Ich finde, das erweitert den Spielraum. Oder wenn ich mich für Industrialisierung interessiere, geht es mir weniger um Frage der Optimierung von, kann man noch mit weniger Arbeitskraft schneller machen, kann man es günstiger machen, das kommt alles von alleine, sowieso. Da ist die Politik und da ist die Industrie selber drauf am Drücken. Wenn wir von Industrialisierung oder Forschung reden, dann glaube ich, ist genau das Ausloten von interessanten, neuen oder vielleicht neu zu sehenden Spielräumen. Oder? Man sagt, warum nicht eigentlich eine alte Technik nochmal überprüfen auf ihre Tauglichkeit unter neuen, anderen Bedingungen. Und da glaube ich, kann ganz viel passieren. Und das ist schon so, eben diese Nervi-Sachen, die sind ja teilweise auch armiert. Aber schlaff.
Und haben 6 Zentimeter. Ja, ja, eben. Das ist ja wahnsinnig. Also, ja, ja. Das ist, es geht ja nur darum, also ich weiß einfach, dass von der Betonindustrie, dass sie zwei Ziele haben, oder? Die Herstellung, klar, und eben die Reduktion. Und die Reduktion kann man machen über, ich denke, das geht in Richtung, was Nerve gedacht hat. Ja. Das müssen wir wieder. Auch, also, aber auch viel Meier, man sieht, wir haben ein Meier-Gebäude wieder gesehen, Vordach, das war Maximum 6 Zentimeter, steht seit 100 Jahren. Ja, ja. Aber eben, es geht eben auch darum, dass wir dann allenfalls gewisse Normen wieder anpassen müssen. Oder? Ja. Weil ich finde, unsere Normen gehen eigentlich, also das hängt ein bisschen zusammen, geht absolut, und da ist natürlich Nagler auch quasi an die Grenze gestoßen und hat eben genug, oder? Er hat nämlich recht, wir sind extrem, also unser Bauen, wie sagt man, eigentlich belastet. Ist extrem, ja. Und eigentlich wird Bauen immer günstiger und günstiger, aber über diese Normen wird es immer teurer, teurer, weil das ist so anspruchsvoll und intensiv und zum Teil auch fragwürdig. So. Und ich glaube auch da, wenn man diese, ich meine, ich weiß nicht, warum haben wir zum Beispiel wegen Erdbeben Normen, warum, so viel ich weiß, sind die schweizweit, aber nicht regional. Ist das richtig? Ich glaube, so ist es. Sie sind schweizweit. Das heißt, wir haben in Basel eine andere Situation mit der Erdbebensituation, wie, ich hoffe, hier ist es ruhig, oder im Wallis ist auch eine Situation. Oh, Kalanda ist auch. Hä? Also Kalanda ist auch noch gerade so das Zentrum. Aber es gibt ruhigere Regionen. Und, ja. Aber wir haben, so viel ich weiß, also ich weiß das nur im Zusammenhang mit dem Messeturm, wenn wir den geplant haben, wie komplex das ist. Aber gleichzeitig fragt man sich, wie viel Sicherheit hat noch drin? Also was ist jetzt effektiv sinnvoll und was ist irgendwie, weil die Versicherungen sich zu 100% absichern möchten, weil vieles wird getrieben von den Versicherungen oder Gebäude und. Und so wird auch vieles, so brauchen wir mehr Material, was wieder CO2-Belastung darstellt und, oder? Und da, dieses nochmals zurück zu diesem einfachen Bauen, das ist einfach ein tolles Experiment, dass man eigentlich mal sagt, ich habe gar kein Gesetz, sondern ich baue nach Vernunft und nach, oder? Und dann würde ich gerne mal die Bilanz ziehen, wenn man das integral macht, wie viel Material brauche ich und. Und das sind einfach interessante, auch für mich zukünftige Projekte, die wir angehen müssen. Ich meine, auch im Landschaftsbau. So viel ja. Gesetze und Regeln sind eigentlich sinnlos und wir ärgern uns ja auch immer darüber. Ja, ich meine, diese Normen, also mich beschäftigen, euch beschäftigen Tausende von Normen im Hochbau natürlich, aber im Tiefbau, also im Straßenbau und im Böschungsbau, hat es ja auch diese Normen. Und bei uns in den Bergen ist einfach diese Norm da, dass eine Böschung ist erosionssicher, wenn sie 2 zu 3 angelegt wird. Und dieses Julia-Pass-Projekt, da wurde das Ganze, also ich habe ein bereits fertiges, bewilligtes Projekt eigentlich bekommen und da war der ganze Julia-Pass alles mit 2 zu 3 Böschungen Mit diesen Böschungen? Ja, das ist jetzt eine Böschung Julia-Pass Seite Süd, oder? Das ist einfach 2 zu 3, das ist das, was funktioniert und das ist in den Modellen drin und das wird einfach, damit werden Landschaften abgeschnitten oder Böschungen, Schüttungen aufgefüllt und da werden diese Straßen in die Landschaft einfach eingeschnitten oder angefüllt. Und das ist ein System, das läuft, jeder Planer funktioniert so, sie schauen gar nicht mehr ins Terrain, sie haben einfach diese digitalen Höhenmodelle und alles, das wird gespiesen und dann wird das rausgeworfen. Aber ja, das ist jetzt so eine ganz konventionelle Böschung, aber wenn man davon mal weggeht und das versucht, viel zu steiler zu machen, das ist alles möglich. Im Julia-Pass habe ich Böschungen gemacht, die eigentlich nicht konstruierbar sind, oder? Und diese Böschungen sind jetzt steiler als 2 zu 3, weil sie in sich selber viel Struktur enthalten. Wenn wir sehr viele Blöcke einbauen und verkeilen und dann das mit Bodenmaterial überdecken oder einbauen, dann hält das Ganze in sich. Es hält nur nicht, weil immer solche Schichten gelegt wurden und am Schluss kam eine Bodenschicht obendrauf und die fließt dann weg.
wenn es zu steil ist. Aber wie dass hast man du das da überzeugt? Ja. Meine, irgendwen musstest du ja überzeugen, dass man es anders machen kann. Du hast vorher von der Verpackung gesprochen, oder? Wie musstest du diesen längeren, höheren, eleganteren Silo jetzt verkaufen? Wenn du weitergehst, hat es dann noch diese Böschung, eigentlich das extreme Gegenstück dazu. Nochmal, jetzt ins Nächste. Das ist jetzt, nochmal zurück, das ist jetzt auch eine ganz neu erstellte Straßenböschung unter dem roten Strich. Und die ist total verkeilt, die ist zum Teil viel steiler und die hält einfach sofort. Und das Grün ist angelegt. Also hier ist sie gerade fertig gebaut, sehr schnell. Also das wächst einfach weiter und ist steil möglich. Und verkaufen musste ich das. Ich musste es immer, alles musste ich verpacken, weil erstens Grün, Umwelt oder so, 2007, 2008 im Beginn, das war völlig verpönt. Und dass das Tiefbauamt jetzt noch so jemanden beiziehen muss, also Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht, ob jemand hier ist vom Tiefbauamt, aber beiziehen muss, das war Katastrophe für die Leute. Und dann war ich noch eine Frau und dann kam ich noch mit solchen Ideen. Und deshalb habe ich eigentlich immer in ihrem Bauablauf geschaut, was haben Sie für Material, was brauchen Sie für Material, welche Maschine ist frei, machen wir das. Hier graben wir uns tiefer, weil ihr gutes Flussablagerungen habt, die könnt ihr für die Schüttungen der Straße verwenden und dann kippen wir dort schlechteres Material rein, dafür bauen wir ein neues Flachmoor. Also ich habe das eigentlich immer für Sie als einen Gewinn dargestellt, der für Sie sehr interessant war, aber ich habe dann für mich ein neues Ökosystem gebaut. Und das lief dann einfach, funktionierte. Und so hat man dann diese Normen eigentlich überwunden und Sie sehen, dass es hält. Oder ich habe einen großen Felsen stehen lassen, weil der trotz theoretischer Schneeverwehungen eigentlich nicht funktioniert hätte. Da habe ich gesagt, einen Winter probieren wir es aus, bevor der Verkehr läuft. Und es gab keine Schneeverwehung im Modell, wäre es unmöglich gewesen. Also man muss da ein bisschen Mut haben. Das eine ganz schöne Geschichte. Ja, aber man muss das hängt halt von den Personen ab, oder? Man natürlich muss das verstehen und kommunizieren. Aber du musst genau, aber es gibt eine unglaublich schöne Arbeit von Walter Tschokke über den Sustenpass. Ja, ja, ja. Die vergessene Landschaft. Ja. Und kennt ihr das vielleicht? Das ist eben interessant. Das waren zwei Kantone, also das geht ja von Uri nach Bern. Und da gibt es einen Kantonsingenieur, war für die Urner Seite verantwortlich und der andere natürlich für die Berner Seite. Und die hatten nicht die gleiche Vision, die hatten ein anderes Landschaftsbild. Der eine war der Moderne, der hat gesagt, ich muss immer das gleiche Gefälle oder Steigung haben. Und der andere, also artifiziell mit Kunstbauten. Und der andere hat gesagt, nein, ich möchte mimetisch die Straße in die Landschaft legen. Oder, und jetzt haben wir einen Pass und der Jockey hat das akribisch untersucht. Das hat natürlich zu tun mit Landschaftswahrnehmung auch. Wie erlebe ich die Landschaft aus dem Auto auf der einen Seite, auf der anderen Seite? Das ist die Poesie dieser schönen Arbeit. Ja. Aber was mich jetzt eben, darum habe ich jetzt gerade an diese Arbeit gedacht, dass man eben vielleicht sogar die moderne Idee ohne Kunstbauten machen könnte, indem dass man diese Böschungen anders denken könnte. Das war jetzt, das praktisch ist der ganze Pass ohne Kunstbauten gebaut worden. Oder also der Julierpass ist ja ein Vorzeigebeispiel geworden. Ja, schon, oder? Aber leider gibt es immer, also die Planung ist noch nicht so weit. Oder ich meine, die Jungen müssen jetzt einfach das aufnehmen und das muss einfach, es wird schon angepasst. Hier einmal eine Bergbahn macht etwas mit Rasenziegel, die werden dann so hingeklebt und so. Aber wenn das Relief und die ganze Morphologie nicht stimmt, also die Plausibilität, das ist der Charakter der Landschaft, dann wird das lächerlich. Du meinst, und das ist im Tiefbauamt irgendwie. Ja, genau. Wie schlecht gemachte plastische Chirurgie. Ja, man sieht es dann sofort, dass etwas nicht stimmt, oder? Und wo hast du das gelernt? Also beziehungsweise, das ist ja ein ganz spezifisches Wissen, das du hast, das du erarbeitet hast, eigentlich über Jahre jetzt auch. Du, also ich meine, ich bin aus dieser Gegend, ich kenne die Gegend, obwohl ich lang in New York und immer über ganz andere Sachen gemacht habe, auch eine andere Arbeit, aber
ich glaube, ich konnte einfach so ein schreckliches Projekt nicht realisieren. Und dann musste ich mich in die reindenken und verstehen, wo kann es Ihnen nützen und wo kann es meiner Sache auch dienen. Aber das braucht etwas. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, ja, für so eine Arbeit braucht es wirklich eine site-specific intelligence. Also du musst einen Ort wahrnehmen, verstehen und dann die Hightech-Anlage, diese Straße. Ich möchte auch, dass eine neue Straße gefällt mir auch. Ich meine, wir gehen ja weiter in der Zeit. Aber die Straße ist jetzt nicht in die Landschaft gelegt, sondern die Landschaft ist an die Straße gebaut worden. Aber das merkt niemand. Also Sie sagen meistens, ja, diese Straße ist super in die Landschaft gelegt worden. Ist das kritisches Denken, was du machst? Eigentlich, du hinterfragst, ja, was du wahrnimmst. Ja, bei manche allem. Sachen sind, ja, aber das ist wahrscheinlich ein Verfahren, das wir heute ja nicht mehr umgehen können. Das geht auch in deine Frage hinein, oder? Was macht Technologie? Das eine ist das, was wir haben, hinterfragen. Das andere ist natürlich fragen, wohin die Reise gehen könnte. Und da werden wir auf gut und auf andere Sachen stoßen. Und das ständig abzuwägen, ist natürlich wichtig, aber eine schwierige Arbeit. Und wenn ich das nicht will, dann erfinde ich, oder dann ist eben das Problem gelöst mit Normierung. Und dann kommt die Norm. Und ich sehe natürlich schon, dass in unserer Zeit und in unserem Beruf eine ganz starke Tendenz Richtung Normierung ist, auch über die Digitalisierung, BIM, ja, die Planungsinstrumente. Die BIM ist einfach ist eine Datenbank. Und eine Datenbank, die ist gefüttert mit vielen Daten. Jetzt kommt es sehr darauf an, wie ich sie anwende. Wende ich sie an, um die Normierung zu verstärken und quasi die Kontrollmechanismen zu verstärken? Oder wende ich sie an, um eben mehr Spielraum in der Entwicklung von neuen Möglichkeiten zu sehen? Ich glaube, das Zweite interessiert mich persönlich mehr. Und vielleicht das schönste Beispiel ist eigentlich der Startpunkt, wo ihr wart. Das war alles korrekt gemacht und es war ja gar nichts. Es brauchte dann etwas mehr daraus, diese Aufgabe, die man ganz anders angeht, um diese Überbleibsel aus irgendwelchen Geschichten irgendwo zu einem anständigen Bauwerk oder zu einer anständigen Landschaft wachsen zu lassen. Und es braucht auch den Willen dazu. Ja. Sonst? Schön ist halt auch dieses Zusammenkommen von, und das wird eine, nebst dieser Frage der Nachhaltigkeit und des Klimageschichtes, wir müssen anders mit unserer Landschaft umgehen. Das heißt, die Zusammenarbeit mit Fachleuten oder Fachpersonen, die sind unabdingbar, weil eben eine Böschung ist nicht einfach ein Restprodukt quasi oder eine lästige Nebensache, die halt passiert, wenn man eine Straße baut, sondern das ist ein wertvoller Fleck Erde. Und da muss man verstehen, ortsbezogen, was das bedeutet. Und ich glaub, diese Architektur und Landschaft ist einfach auch im städtischen Kontext halt einfach auch ein wichtiges Thema, um diese Klimafrage in den Griff zu kriegen, weil wertvolle Landschaften können einen anderen Beitrag leisten, wie Landschaften, die eigentlich auch gar nichts produzieren oder bieten oder so. Ja, und das, so, also das sparsam ich, damit umgehen, oder? Wir müssen sparsam werden. Darum finde ich diesen Preis im doppelten Sinn eben auch schön, oder? Dass eben das eine enge Zusammenarbeit war, in so einem exponierten Landschaftsraum unabdingbar ist, aber eigentlich vielleicht gar nicht. Also ich meine, ich bin auch ein bisschen überrascht, positiv, wie wunderbar das, am Schluss, wie sagt man, ich mache ein Bauwerk und dann fülle ich wieder auf, oder? Aber das ist nicht einfach auffüllen, sondern das ist akribische Wissensgeschichte, und natürlich modellieren. Also du bist ja auch eine Gestalterin der Landschaft. Ja. Eine Interpretin eigentlich. So. Also es gefällt mir eben eigentlich auch an diesem Preis, dass das eigentlich, ich weiß nicht, was die Jury gedacht hat, aber die Jury hat vielleicht das bewusst auch als Statement platziert. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir sind eigentlich am Abschluss. Ich wollte ein bisschen kürzer sein, aber es hat sich dann im Fluss so ein bisschen auch andere Sprecher noch auch Sachen geöffnet. Und ich glaube, das Wichtigste ist,
dass Architektur sehr viel kann und die richtigen Leute dabei hat. Aber schlussendlich geht es auch um den ganz spezifischen Ort, wo das Gebäude auch steht und wie man damit interagiert und was man auch damit daraus macht. Und das ist nicht selbstverständlich, sondern es ist eigentlich ein Produkt von einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit, jetzt in eurem Sinne. Also es ist nicht eigentlich das, es braucht dieses Engagement, dass man mehr will, auch in dieser sogenannten unberührten, die es ja nicht mehr gibt, unberührte Landschaft, und diese Landschaft, die weitergestalten, aber auch, ich habe sie fast zu zurückgestaltet, ja, in eine Landschaft, die eigentlich zwar wieder eine Erfindung ist, aber irgendwo dann auch eine gewisse Einheit mit dem Bauwerk auch gibt. Und das müsste eigentlich das Ziel sein, dass auch weitergeht. Ganz herzlichen Dank und euch einen wunderbaren Abend. Gleichfalls. Danke. Danke.